Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Accentra Dino Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 16,95 € kostet der bei DM, da habe ich ihn bestellt, aber nicht nur ich, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Die lädt auch gerade die Version von dem Prinzessin Adventskalender hoch. Also, wenn du das nicht verpassen möchtest, schau gerne bei ihr vorbei. Kanal ist in der Infobox verlinkt. Ich habe natürlich die Dino-Variante gewählt, weil ich habe einen kleinen Sohn und der wird sich sicherlich darüber freuen. Ne? So schaut er aus. Preise auszurechnen ist immer schwierig, weil Accentra ist so eine Eigenmarke, ne? oder so ein Lohnhersteller ist es quasi. Die stellen für andere Firmen halt so Sachen her. Wenn ich da online was finde, werden Preise eingeblendet. Und ich würde sagen, wir schauen mal in diesen Pflege- und Tools-Adventskalender rein. Ich stelle mir natürlich vor, wie auch mein kleiner Sohn dann den Adventskalender öffnen würde. Das ist mit knapp 2 Jahren noch nicht ganz so möglich. Es ist ein bisschen schwierig, weil der hat ein Plastik-Inlay. Das heißt, du kriegst da die Produkte nicht ganz so gut raus. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Und meiner Meinung nach braucht er jetzt noch nicht unbedingt irgendwelche Duschgels oder Shampoos mit Parfümstoffen drin haben. Die werden hier aber drin enthalten sein. Ne? Die werden wahrscheinlich dann einfach mein Freund und ich aufbrauchen, weil ganz ehrlich, es ist süß. Hier haben wir auf jeden Fall das Duschgel drin mit 20 ml. Das sieht einmal so aus und mich erinnert das nicht an Jurassic Park, sondern eher an hier, ein Land vor unserer Zeit. Wisst ihr noch? Littlefoot und Co. Oh, großartiger Film. Das hier riecht auch eher so, ich würde sagen, grün einfach. Ja, grün. Das trifft es ganz gut, ne? Der 2. Dezember ließ sich etwas sperriger öffnen. Hier ist ein Badefisser drin enthalten mit 50 Gramm. Sieht definitiv süß aus und da wird mein Sohn auf jeden Fall einen schönen Badespaß mit haben. Der riecht nach nicht viel. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ja, der Adventskalender lässt sich wirklich blöd öffnen, bin ich ehrlich. Das ist nicht cool. Und das hier war jetzt auch noch irgendwie festgeklebt. Süß finde ich den Sticker, der vorne drauf ist. Das ist ein schäumendes Badesalz mit 50 Gramm. Aber das ist sehr, sehr, sehr günstig gemacht. Ne? Er kostet ja ungefähr genauso viel wie der von Balea zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, es könnte vielleicht eine Alternative sein. Entweder zum Balea Men oder halt zu dem Balea Pink, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mal gucken. Hier haben wir die Nummer 4 und da ist Schafzahn. Leider zerstört man das Design schon ziemlich sehr von dem Adventskalender. Hier ist so ein Duschpuffel drin. Das passt jetzt natürlich zum Duschgel. Ne? Das ist so ein Plastikding. Das kannst du halt nicht jetzt irgendwie waschen oder so, weil das schmilzt dir wahrscheinlich in der Waschmaschine oder einem Trockner sowieso. Kann man dann in Kombination mit dem Duschgel verwenden. Und ich glaube, das ist zum einen ja nachhaltig gedacht, weil du brauchst dann weniger Duschgel. Und zum anderen macht es Spaß. Ich würde es meinem Sohn jetzt halt noch nicht geben, weil dafür ist er noch zu klein. Der wird das Ding aufessen wahrscheinlich. Am 5. Dezember gibt es, süß, mit einem Stegosaurus drauf, ein Badekonfetti mit 5 Gramm. Also sowas macht man dann mit in die Badewanne wahrscheinlich, damit das Ganze irgendwie witziger aussieht. Ne? Dann hast du da halt so sich selbst auflösende Teilchen drin. Ja, ne? Soll nach grünem Apfel riechen. Ach, da steht Duft drauf. Das hier sollte auch nach grünem Apfel riechen. Du auch? Soll das alles nach, ja, soll alles nach grünem Apfel riechen. Okay, läuft. Und du? Auch. Nikolaus, der 6. Dezember, enthält, man wundert sich, auch etwas mit Stegosaurus, ein Bubble Bath, ein Schaumbad, das mit 30 ml übrigens auch nach grünem Apfel riecht. Also man hat hier gut was zu tun, ne? Man muss ganz sauber werden. Das ist ein kompletter Mach-dich-sauber-Adventskalender bislang. Ah, ich Schlaufuchs. Bath Time Advent, Claudi, lesen. Es geht hier grundsätzlich nur um Saubermachen. Unter diesem Aspekt ist es dann auch gar nicht so verwunderlich, dass wir am 7. Dezember dann ebenfalls ein Duschgel drin haben, auch mit grünem Apfel. 20 ml. Wiederholt sich das Ganze jetzt alles nochmal? Ich also hoffe nicht. Das wäre ja blöd irgendwie. Also schöne Produkte bislang, ja, aber mach das doch nicht jetzt alles nochmal, oder? Bitte nicht. Och nö, die Nummer 8 aufmachen, das ist Kracht und wir haben hier so zwei, die riechen gut, wahrscheinlich auch nach grünem Apfel, man wundert sich, Badeperlen drin, die kenne ich noch von meiner Oma, die hatte sowas auch immer da. Die kleben hier auch so ein bisschen fest, um ehrlich zu sein. Okay, wir gucken weiter. Sofern du es rauskriegst, darfst du dich in der Nummer 9 ebenfalls über 50 Gramm von einem Badefisser freuen. Der ist nicht in Orange, sondern in Grün, aber hat auch genau den gleichen Duft und den gleichen Aufstempelungsgedöns, diese Klebeviecher. Die sind überall, überall. Okay, auch in der Nummer 10 darf es mit diesem 5 Gramm Badekonfetti weitergehen. Da ist auch ein anderer Aufdruck drauf, ne? Aber halt auch der grüne Apfelduft.
süße Klebeviecher. Och nö, ja. Auch in der Nummer 11 haben wir ein Foaming Bath Salt, also Badesalz, mit einem, ja, wie heißt dieser Dino, der schwimmen kann, tauchen kann. 50 Gramm sind hier drin enthalten und grüner Apfelduft. Riecht aber gut. Zur Halbzeit lassen die es aber richtig krachen, würde ich mal so sagen. Das finde ich positiv. Soap Bubbles Shower Gel. Das ist ja richtig süß. Da kann man halt damit, das wird Julius feiern. 30 Milliliter sind hier drin und das ist ja mal unheimlich süß. Das ist wirklich unheimlich süß. Draußen darf er das nicht verwenden, weil wenn irgendwo ein Teich oder ein See in der Nähe ist, verwendet sowas nicht, ne? Natürlich riecht das nach grünem Apfel. Und ich glaube, dass es Spaß machen wird. Ja, Seifenblasen. Kommt immer gut. Hätte ich mir aber auch in der 6 oder in der 24 sogar gut vorstellen können. Ja, erste Hälfte, ne? Geruchstechnisch sind wir auf jeden Fall jetzt eingenordet, dass wir alle wissen, okay, es geht um grünen Apfel. Wir wissen Bescheid. Ja, designtechnisch finde ich das sehr, sehr süß gemacht mit den Stickern. Aber ich finde, das Design ist halt wirklich relativ lieblos draufgeklatscht, Leute, ganz ehrlich. Ne? Der Adventskalender ist schon ziemlich zerstört. Das muss man halt auch dazu sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Am 13. Dezember darf das Kind natürlich wieder baden mit grünem Apfel. 30 Milliliter ist hier in diesem Schaumbad enthalten. Und hier haben wir auch wieder diesen süßen Littlefoot drauf, oder? Oder ist es Schafzahn? Am 14. Dezember gibt es wieder einen Badefisser. Dieser ist wieder orange. Also da hätten sie sich wenigstens irgendwie sagen können, okay, wenn ich die schon dreimal reinmache, mach doch drei unterschiedlichen Farben rein. Aber der Adventskalender ist wohl wirklich sehr in grün und orange gehalten bei den Dinos. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Am 15. Dezember gibt es noch einen Duschpuffel. Also das ist jetzt nicht so sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das brauche ich nicht zweimal. Am 16. Dezember haben wir einen Stegosaurus und der zeigt uns 20 Milliliter von einem grünen Apfel-Duschgel. Sauber wird man hier mit dem Adventskalender auf jeden Fall. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir auch wieder diese Gel-Badekugeln, aber dieses Mal sind sie nicht in Orange. Nein, sie sind selbstverständlich in Grün. Ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember und ab in die Badewanne. Bubble Bath habe ich hier mit einem Wasserdino 30 Milliliter Schaumbad mit dem Duft nach grünem Apfel. Ja. Am 19. Dezember heißt es raus aus der Badewanne, rein in die Dusche. Wir haben ein Duschgel mit grünem Apfelduft und hier haben wir auch den Wasserdino wieder drauf. 20 Milliliter sind hier drin enthalten und der Duft ist selbstverständlich nach grünem Apfel. Ja, wir vermissen ja auch noch einen grünen Badefisser. Das finden wir in der 20. Herzlich willkommen im 20er Bereich. 50 Gramm haben wir hier von dem Badefisser mit diesem süßen kleinen Dinofuß drauf. Und das ist der Duft nach grünem Apfel. Davon träumt ihr heute Nacht, oder? Am 21. Dezember hüpfen wir wieder alle gemeinsam in die Badewanne und nehmen ein Bubble Bath mit einem Langhals. Brachiosaurus, glaube ich, ne? 30 Milliliter Schaumbad, selbstverständlich mit dem Duft nach grünem Tee. Nein, nach grünem Apfel. Am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl, haben wir etwas Außergewöhnliches drin. Und zwar eine Seife, Leute. Das ist mal was anderes. 20 Gramm sind hier drin enthalten und hier haben wir einen niedlichen Dino. Vielleicht ist es Babyschafzahn. Da war er noch nicht. Einen Tag vor Heiligabend können wir uns noch darüber freuen, dass wir ein paar Seifenblasen versprühen dürfen. Denn auch hier haben wir wieder 30 Milliliter von einem Duschgel drin, was in Seifenblasenform daherkommt. Und auch hier haben wir den Brachiosaurus, Schrägstrich, wie ich ihn damals immer nannte, Langhals-Dino drauf. Natürlich riecht das Ganze nach grünem Apfel. Ich bin so gespannt, was in der 24 jetzt drin ist, bin ich vollkommen ehrlich, weil ich weiß nicht, was uns noch fehlt. Seifenblasen haben wir jetzt ja schon das zweite Mal gehabt. Das hätte ich sonst nämlich tatsächlich gedacht, ne? Nee, es ist was anderes, Leute. Was bist du? Ein Magic Towel. Sowas ist eigentlich ganz süß. Das muss ich wirklich sagen. Das ist eigentlich relativ klein, aber sobald dieses sehr, sehr krass zusammengepresste Ding aus seiner Verpackung raus ist und mit Wasser in Kontakt kommt, wird es zu einem süßen kleinen Handtuch. Und das finde ich hübsch. Da haben wir dann auch hoffentlich genau diesen Dino drauf, ne? Babyschafzahn. Das gefällt mir tatsächlich. Ich habe ihn ja da. Ich guck mal eben schnell rein, was die Mädels so drin haben. Okay, die haben Schneeflocken anstelle von Dinosaurierfüßen. Ansonsten ist das vom Inhalt doch relativ gleich. Wie ist da der Duft? Oh, Strawberry Cheesecake, das finde ich ja richtig geil. Und hier sehen wir dann auch nochmal die andere Hälfte des Adventskalenders. Also natürlich finde ich für mich persönlich den Strawberry Cheesecake besser, aber ich glaube, grüner Apfel
passt ganz gut für meinen Freund oder für meinen Sohn halt. Ne? Ja, was sage ich denn jetzt zu dem Adventskalender? Er ist zerstört. Und zwar wie? Ne? Also das ist halt wirklich so ein typischer, günstiger Adventskalender. Leider. Alternativ zu dem bei Lea würde ich ihn jetzt nicht empfehlen zu kaufen, weil ja, du bist nachher richtig, richtig, richtig sauber, aber du bekommst, glaube ich, mehr für dein Geld, wenn du dir den bei Lea für dich selber halt holst, ne? Nur mal so am Rande. Ansonsten, es sind süße Produkte drin. Man weiß ja eigentlich, wenn man vorne gelesen hat, dass es ums Baden geht, dementsprechend freut man sich da vielleicht auch drüber. Ich finde ihn relativ lieblos gemacht, also auch von den Umverpackungen her. Nimm einfach irgendwelche Standardverpackungen und klatsch da irgendeinen Dino-Sticker drauf. Yay! Meiner Meinung nach hätten die hier mindestens 4 verschiedene Duftrichtungen reinmachen können. Das ist halt wirklich sehr, sehr einheitlich, das Ganze. Ne? Und was ich empfehlen würde, anstelle von so einem Adventskalender, ihr könnt den Easy Peasy selber befüllen. Also sowas bekommt ihr bei DM und Rossmann halt auch in kleinen Größen, die ihr dann einfach selber zusammen machen könnt. Vielleicht dann zwischendrin auch mal eine Süßigkeit oder sonst irgendwas reinpacken. Kleines Goodie, halt auch wirklich Highlight zu 6 und 24 reinpacken. Ne? Das wäre so meine Empfehlung. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel, was man halt auch dort in den Drogerien halt findet. Dafür muss man nicht diesen Adventskalender holen. Ihr Lieben, schreibt mir gerne aber eure Meinung gerne in die Kommentare. Da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.